Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Beim letzten Mal haben wir ein wenig über Wade gelästert, so nenne ich jetzt einfach. Oder Weird. Wahrscheinlich heißt er Wade, okay. Belassen wir es bei Wade. Gibt's hier Treppen? Kann ich den Satz auch zu Ende bringen? Und ja, er hat ein bisschen zurückgeflucht, ne? Aber sowas muss halt sein, sowas gehört in einer glücklichen Familie immer mit dazu. Jemand, der flucht, das ist, ohne geht's nicht. Weißt du, es geht nicht mit, dann regt sich jeder auf, aber es geht auch nicht ohne. Das ist einfach so ein Problem hier, ne? So ein Problem ist das hier. Ich muss gerade mal gucken, dass ich genau bis zur Mitte komme mit dem Ding, was ich jetzt hier baue. Mal gucken, ob das bescheuert aussieht oder nicht. Wahrscheinlich nicht mehr. Oh, Hasi. Bis ich den Hintergrund da weggebaut habe. Mal gucken, ob irgendwelche Fliegeviecher kommen. Aber tagsüber gibt es ja zum Glück nicht. Ich überlege, ob ich hier mal was falsch baue. Ja, das ist eine tolle Idee, Nico. Mach das doch einfach. Ha. Okay. So, jetzt vernünftig weiter. Sieht das nicht wundervoll aus? Ich glaube, das müsste die Mitte eigentlich sein. Ich weiß nicht, wo die Mitte vom Haus ist. Es müsste aber die Mitte sein. Ja, eigentlich schon. Dann müsste das hier der Dreier sein, dann geht es noch ein bisschen weiter. Ich baue das einfach jetzt komplett in die Höhe. Was soll schon anders passieren, ne? Sehr orientiert. Wahrscheinlich hat das noch nie so einer gebaut. Also sehr nervenaufreibend, was ich hier gerade baue. So, gerade mal gucken. Jetzt hier runtergehe. Müsste das da sein. Ich hoffe, das ist jetzt schon da. Dann habe ich, glaube ich, hier noch einen weiter und dann ging es runter. Oder wenn ich jetzt hier runtergehe. Ja, ich bin einen weiter und dann ging es runter. Okay, dann geht es hier wieder runter. Dann so. Ganz vorsichtig. Dann könnt ihr auch mal sagen, was ihr davon bis jetzt so findet, ne? Schreibt es in die Kommentare. So wie es hier immer machen. Okay. Vielleicht passen die noch genau da rein. Wunderbar, da muss ich nicht mehr so ganz hoch gehen. Und ich könnte mal aufhören, diesen dämischen Akzent zu verwenden, den ich seit den letzten 50 Trilliarden Folgen immer verwende. Ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Holz. Jetzt, wenn die Tannen da hinten einfach sich selber fällen, um mir das Holz zu werfen. Das wäre doch super. Oder wäre es das nicht? Wenn ich das jetzt gerade falsch baue, ne? Dann fasse ich mir an den Kopf. Ich würde gerade sagen, dann reiße ich mir einen Sack heraus. Das lasse ich doch lieber. Ist heute wieder so produktiv. Oh, bin ich zu tief? Nee, ich habe falsch gebaut. Was ist denn falsch? Irgendwas ist falsch. Und zwar richtig falsch. Moment, was ist es? Das ist es. Oh, nö. Nico, es tut mir leid, das sagen zu müssen. Aber du bist ein Vollarsch. Du hast schon wieder alles falsch gebaut. Du bist einfach ein doofer kleiner Vollarsch, der nichts drauf hat. Denn der beste Let's Player aller Zeiten ist ja immer noch Dani Buzic. Kann keiner bestreiten. Dani Buzic, bester YouTuber aller Zeiten. Einfach mal Dani Buzic einnehmen. Wird nur eine Stunde dauern, um den zu finden. Weil er irgendwie... Er hat einen Abonnenten und das ist Jan. Ich meine, ist doch gut, wenn er ihn ein bisschen motiviert, ne? Vielleicht wird er wirklich der beste Let's Player aller Zeiten. Hier Dani Buzic, ne? Dann wird Dani Buzic jetzt sagen, okay. Na, wollen wir anfangen? Na klar. Haha. Wunderbar. Ich weiß ja nicht, wer von euch Dani Buzic kennt. Wahrscheinlich nicht so viele. Vielleicht kennst du ja jetzt welche, die jetzt gerade mal eben gegoogelt haben. Ich meine, beste Let's Player aller Zeiten kannst du auch eingeben. Kommt Dani Buzic raus. Das ist keine Frage. Dani Buzic ist echt der Beste. Das kannst du nicht bestreiten. Das geht einfach nicht. Wer das bestreitet, ist doof. Ganz einfach. Ja, voll doof. Okay, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Okay, das heißt, an dem Ding, jetzt hier runtergehe. Okay, es geht noch einen weiter. Blöp. Okay, das muss irgendwie klappen. Vor allem muss ich irgendwie nach da oben kommen. Was ich hier schon wieder baue, ist unglaublich. Oh, Menno. Okay, wie lange habe ich das hier gemacht? Ich glaube, so und dann ging es hier hoch. Bitte lass das richtig sein. Ich glaube, das ist richtig, weil ich da ganz genau reinpasste. Reicht das Holz? Ja, das Holz reicht. Ist ja mal ganz gut, wenn ich hier nach so ein paar Sachen checke. Nach dem dämlichen Gerüst, was ich da jetzt drin gebaut habe, was ich gleich auch erstmal wieder wegmachen kann. Was jetzt schon wieder nicht passt, ne? Sieht besser aus als eben. Deutlich besser. Und Terraria kann ich so schlecht abzählen. Ich spiele das einfach noch nicht so lange. Da kannst du die Blöcke einfach noch nicht so wirklich unterscheiden. So, nächste Frage. Die nächste Frage, wie komme ich hier wieder nach unten? Muss ich mich wieder durchgraben? So, wundervoll. Nicht wundervoll, sondern wundervoll.
natürlich. Ich würde sagen, ich buddel mich einfach wieder nach unten, damit das Geländer hier wegkommt und wir einfach mal die Holzwand hinten einsetzen können. Dann haben wir nämlich schon mal unser Gerüst hier so ein bisschen fertig gemacht. Boah, dieses Gebumse davon. Das ist ja wie eine Technomucke. So ein bisschen leiser drehen hier. Ist nicht gerade jemand zu Hause? Wäre doof, wenn sich hier jemand beschweren kommt, weil ich hier so am Rumbomsen bin. Voll am Bonzen bist du hier. Nein, nicht am Bonzen, am Bomsen. Wo ist denn da der Unterschied? Ja, der Unterschied ist gravierend. Ja? Gravierend. Hast du das verstanden? Nee. Okay. So, ich überlege, ob ich das ganze Holz einfach voll mache, denn ansonsten wird das nie im Leben reichen. 104 wird nicht reichen. Machen wir einfach... Weißt du was? Wir machen einfach alles. Wir werden sowieso irgendwann wieder Holzwände brauchen. Also warum nicht? Und dann gehen wir einfach nach draußen. Ja, werf es weg. Das ist eine tolle Idee. Und Wade macht mal wieder die Tür auf, um zu bemerken, da ist denn eine Wand vor. Ja, Wade, du bist ein Trottel. Ich meckert ihr schon wieder über mich. Komm, Hase, rein da. Ich lasse euch mal die Tür offen, ne? Dann könnt ihr da alle reinhopsen. Vielleicht ist Wade ja mal so cool und macht die Tür zu. Wade könnte nämlich auch mal irgendwas für diese Welt machen. Zum Beispiel eine Tür schließen. Oder mal so ein bisschen sitzen, gegen die Wand gucken. Dann fühlt sich die Wand nämlich auch ein bisschen gewertschätzt. Macht hier keiner mehr. Das ist einfach out in dieser Welt. Ich weiß nicht warum. Ich kann es selber nicht beschreiben. Das ist. Ich weiß, es ist total rassistisch. Man sitzt einfach nicht mehr und guckt einfach mal gegen die Wand. Das ist. Das kann man nicht. Man muss es machen. Das ist. Es geht nicht anders. Das ist echt Rassismus. Rassistus. Julius Rassistus. Der neue Herrscher von Rom. Julius Rassistus. Oh Gott, ist das dämlich. Julius Rassistus. Das ist, glaube ich, das Schlechteste, was ich je gebracht habe. Boah, bitte reib mir das so lange unter die Nase, bis ich es nicht mehr hören kann. Julius Rassistus. Aha. Das ist schon fast wieder richtig genial. Wäre cool, wenn er so... Okay, das... Dann kann man sich denken, was er so hobbymäßig macht. Ist bestimmt kein Rassist. Aber trotzdem, wie klingt's lustig? Julius Rassistus. Eigentlich gar nicht. Es klingt nur so behämmert, dass es schon wieder drüber schmunzeln muss. Mehr nicht. Nur schmunzeln. Ich baue gerade mal hier. Baue ich gerade mal fett konkret hier ein paar Bäume hin. Damit ihr können kratzen, kleine Schamhaare der Welt. Oder die Schamhaare der Welt. Naja, der kommt schon wieder mit seinen dummen Ansprüchen. Mit seinen dummen Anspielungen. Hey, wait, du hättest mal eine andere Stimme nehmen sollen. Die tut deinem Hals nicht gut. Jetzt reißt sich auch nur über meine Stimme auf. Was soll denn das? Ja, wait, halt einfach die Schnauze. Halt einfach die Schnauze. Bist du gemein zu mir? Ja, weißt du, was ich dazu sage, Wade? Nein, halt einfach die Schnauze. Armer Wade, wird hier nur gemobbt. Schien immer recht. Kleine dumme Sau hier. So, ich baue einfach mal hier gerade weiter, während da unten wieder alles geschlachtet wird, was mir lieb und teuer ist. Die armen Hasen. Das wird richtig geil aussehen, glaube ich. Auch wenn es, glaube ich, so ein Haus hat man bestimmt schon 30 Trilliarden Mal gesehen, wenn man irgendein Terraria-Let's Play gemacht hat, weil wie würdest du dir ein Haus vorstellen? Also, wie würdest du ein Dach bauen? Einfach so. So stufenweise nach oben. Das haben bestimmt schon so viele gemacht. Alter, nicht mal das Holz wird ausreichen. Heilige Kacke. Das ist schon leicht extrem. Und ich sehe gerade, hier unten habe ich was übersehen. Gehe ich gerade mal durch hier. Nicht da durch. Das ist schon wieder zu viel. Vielleicht müssen wir ein bisschen zur Seite gehen, damit wir hier auch noch genug Holz dafür haben. Denn wir können ja auch in der Nacht hier rumbuddeln. Aber tagsüber ist es halt besser, sich Ressourcen zu holen. Weil wenn du dann nachtsüber dann Ressourcen holst und tagsüber hier drin rumbuddelst, ist nicht so die beste Idee. Sollte ich aber jetzt gleich mal machen, mache ich am besten jetzt, nachdem ich hier das kleine Fenster noch geschlossen habe. Denn ich sehe gerade, die Nacht bricht jeden Moment ein. Das wird nämlich nie im Leben reichen. Guck mal, wir haben jetzt fast 250 Gold. Gold, hast du viel WoW gespielt? Ich bin ein Spacken hier. WoW ist voll scheiße. Nein, WoW ist nicht scheiße. Ich habe einen gewissen Herrn, den kennt ihr ja, auch hier aus dem Terraria Let's Play. Er findet WoW ist total scheiße und ein veraltetes Spiel. Ich würde da gerne mal eure Meinung zu hören, weil ich finde, er selber spielt nämlich hier Star Wars The Old Republic. Aber das ist doch genau dasselbe.
Das ist doch wie World of Warcraft in einer Star Wars, in einem Star Wars Mantel. Das ist wie World of Warcraft mit einem Laserschwert und einem Mantel. Und böse reinguckenden Siths. Und natürlich meiner Tusse, die mal halbnackt da durch Coruscant durrennt. Okay, nein, eigentlich nicht. Ja, aber das ist doch genau dasselbe. Ich verstehe das manchmal irgendwie so nicht. Aber naja, Julian, ne, du bist da ja immer so ein bisschen eigen. Aber muss ich auch mal ansprechen. Irgendwie, keine Ahnung. Das liegt mir so ein bisschen quer im Magen. Nicht quer im Magen. Aber das ist, ich verstehe das nicht ganz, weil das ist wirklich wie WoW mit einer Jedi-Ummantelung. Oder Star Wars-Ummantelung, kann man es verallgemeinern. Weil es ist, hat genau dieselbe Engine, du wirst genau dasselbe sehen. Die haben genau dasselbe Spielprinzip wie World of Warcraft. Nur was sie sogar noch schlechter haben, bei Star Wars The Old Republic fühlt man sich richtig eingekesselt so ein bisschen, weil du bist nicht wie in World of Warcraft, hast die komplette freie Map. Und wenn du die Umgebung wechselst, gehst du einfach in die nächste Umgebung. Da gibt es einfach einen Pfad zu, da gehst du da durch. Keine Ladezeit, kein Ladebalken, keine Filmfrequenz oder sonst irgendwas. Sondern du bist einfach, du gehst einfach ins nächste Gebiet, da spazierst du einfach rein. Bei Star Wars The Old Republic steigst du in ein Raumschiff und dann siehst du eine Ladefrequenz. Und dann siehst du, wie du dann... Ah, dämliche Hase. Dann siehst du, wie du in der Ladefrequenz, also eigentlich in so einer kleinen Filmfrequenz, die einfach nur so einen Hintergrund animiert. Schön, dass ihr hier stehen bleibt, kleine Hasen. Ihr verschwendet nur meine Zeit. Okay. Und er mag nichts von Zeitverschwendern oder hält nichts davon. Ja, und dann gehst du halt immer mit deinem Raumschiff dann dadurch hier gegen. Das ist... Keine Ahnung, dadurch fühlt man sich eingeengt. Das ist in World of Warcraft, fühlst du dich, hast du so absolut nicht das Gefühl, dass du eingeengt wärst, weil das ist einfach eine komplett freie Welt, die riesig groß ist. Also bis du da genug von hast, das braucht Ewigkeiten. Genug von ist? Habe ich genug von ist gerade gesagt? Genug von Island. Da musst du genug vom WoW erschinnen. Dann kriegst du den fetten Bart, damit ich so behindert rede. Okay, was? Das ist eigentlich die andere Sprache. Alter, Wade, geh jetzt endlich in das bekloppte Haus. Ja, du bist immer nur am Rummeckern. Wade, such dir eine andere Stimme, Mann. Das ist eben meine Stimme. Tut mir leid. Sorry for existing. Okay. Armer Wade, wir machen den hier voll fertig. So, das sieht doch viel besser aus. Wundervoll sieht das aus. Ganz toll. Und jetzt noch. Oh, wundervoll. Das ist so wundervoll. Wade, würdest du bitte reinkommen? Ich würde gerne die Tür zumachen. Wenn noch Hasis kommen, in den nächsten 3 Sekunden. 1. Obwohl, ich gebe dir noch eine kleine Chance, indem ich hier hinrenne und den Baum noch fälle. Ich fälle hier echt Bäume. Ich bin der Baumschlachter. Weißt du, ich pflanze die. Das ist hier so gesehen Baumschlachthaus. Ich pflanze die und sobald die hier voll gewachsen sind, direkt wieder wegge... Furze, das Furzgeräusch. Wollte ich jetzt etwa sagen, weggeschissen oder was? Ja, dann habe ich voll weggeschissen hier. Voll weggeschissen. Weggeschissen. Würdest du bitte reinkommen und die Tür schließen? Du kleiner Penner. Ja, ich will vielleicht noch gerne ein bisschen draußen bleiben. Ja, dann leck mich doch. Komm jetzt rein hier. Du willst, dass ich einen Baum fälle? Ja, dann fäll den doch selber. Du kannst mir auch helfen. Ja, jetzt komm nicht und umarm mich. Geh weg. Kleiner Pädophiler. Geh weg hier. Ja, Spacken, was hast du mir... Ja, okay. Mach, was du willst. Ich kann dich auch aussperren, ne? Oh, du bist so dämlich. Jetzt gehe ich hier nach oben und dann wird er sagen irgendwie, oh, es ist ja dunkel. Und genau in dem Moment, wo ich das dann zugemacht habe, fällt ihm ein, er könnte ja zurückkommen. Kommt schnell rein, Hasis. Komm, rein, hier. Nein, das ist die falsche Richtung. Komm rein hier. Wehe, du machst die Tür zu. Wehe, Wade. Wehe. Ja, ich wollte ja nur gucken. Jetzt dreh ich den Rücken zu. Kommst du noch hier rein, kleiner Hasi? Noch hast du die Chance. Hier ist auch Licht drin. Ne? Oh, ist das nicht toll, Hasi? Oh, dein Freund will nicht. Los, komm. Spring aus der Tür raus und hol ihn. Ich mach die Tür sofort wieder auf. Oder Wade macht's. Obwohl, das ist so ein Arschloch, der wird das wahrscheinlich nicht mal machen. Der kleine Mistsack hier. Der du Mistsack. So, einmal gerade hier so ein paar Fackeln hinhängen. Kann ja nicht schaden. Und irgendwann brauchen wir hier Fackeln. Achso, mit Linksklick. Okay, ich habe gerade in Minecraft gespielt, deswegen... Rechtsklick funktioniert hier leider nicht so gut. Also nicht so gut, wie es funktionieren sollte. So, wo mache ich jetzt die Höhe hin? Man muss gucken, wie man das timet, denn das könnte oben dann jetzt aussehen richtig klein werden. Na, Fackel genau sehr gut platziert. Kommt nämlich jetzt genau dahin. So, nach oben hin werden die Wohnungen einfach ein bisschen kleiner. Ist ja auch nicht da ganz oben irgendwie hausen. Dann machen wir das noch zu. Denn dann können wir da auch noch die Fackeln reinmachen. Sind dann zwar fast direkt an den Haaren, aber wen interessiert das, ne?
Solange es ganz gut aussieht, ist ja alles dufte, ne? So, machen wir hier. Wie lassen wir die einfach in der Mitte von denen machen? Wäre das nicht toll? Ist das die Mitte? Sieht aus wie die Mitte. Kann ich die... Achso, ja. Geht natürlich auch wieder nur in diese Richtung. So, hier auch wieder in der Mitte. Ist das die Mitte? Sieht wie die Mitte aus. Wunderschön. So, und dann hier auch nochmal die Mitte. Du einmal bitte weg. Dankeschön. Sieht das nicht wundervoll aus? Und eigentlich geht es hier gar nicht darum, ein Haus zu bauen. Ich habe schon manche angemotzt. Terraria geht gar nicht darum, hier ein Haus zu bauen. Aber ich liebe es, mir Häuser zu bauen. Ich liebe es. Und ich dachte, erst in Terraria macht man das auch so ein bisschen. So ähnlich wie in Minecraft. Ja, ich sag nicht genau so. Ich sag so ähnlich. Deswegen haben die Wörter auch unterschiedliche Bedeutungen. Okay, was ich jetzt erstmal mache, bevor ich hier wieder weiter Scheiße laber. Nee, ich sag nicht ja. Oh, ich habe was vergessen. Nö, 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 nö. Ah, die Scheißtreppe. Ja, danke, Treppe. Wie wär's, wenn du dir ein Holzschwert holst und hier Zombies verkloppst? Ist das nicht eine tolle Idee? So, Tür zu. Klappe zu, Affe tot. Vor allen Dingen eure Affen. So. Nein, Hasi, du darfst nicht raus. Oh, da kommt ein Zorn. Beeilt euch. Das Licht ist hier. Oh, er haut ab. Das ist nicht gut. Komm, überrede ihn. Sag, ihr beiden wollt hier rein. Los, hier seid ihr in Sicherheit. Konntest du ihn überreden? Na, anscheinend nicht. Er will wohl zu seinem Freund. Aber du bist hier in Sicherheit. Bleib einfach hier. Keine Hase. Bleib einfach hier. Okay? Alles ist gut. Alles ist super. Solange du fresh bist. Okay, der will hier wirklich rein. Dann mache ich das hier mal zu und habe ich nämlich Zeit. So, die Folge wird jetzt noch so lange gehen, bis ich das Dach ein wenig verschönert habe. Was Jahre dauern kann. Eigentlich nicht wirklich. Achso, was ich gerade machen wollte. Das habe ich natürlich mal wieder vergessen. Das Ding brauche ich. Das sollte ich nicht wegtun. Das Ding brauche ich auch gleich wieder. Deswegen lasse ich es gleich mal wieder hier. Habe ich die? Ja. Ja. Habe ich denn die zweite Schecke her? Kann man die auch noch da reinmachen? Nicht so wirklich. Schade aber auch, ne? Denn ich trage ja alles bis auf den Eimerkopf. Den Eimerkopf mag ich nicht so sehr. Wie viele Sterne habe ich schon? 7. Oh, ich würde den Stern gerne haben, aber ich will jetzt hier nicht rausrennen. Das wird einfach nur richtig viel Zeit verschwenden. Ich bin kein Zeitverschwender. Eigentlich schon. Denn ich baue hier ein Terrarian-Haus. Dabei ist es absolut gar nicht nötig. Also gar nicht notwendig. Es gibt bestimmt Leute, die mögen, dass sie hier Häuser bauen, oder? Also Häuser baue. So. Kann man auch mal normal reden. Jetzt mal ganz ehrlich. Wie findet ihr das Haus, das wir bis jetzt bauen? Ich meine, das ist ja wirklich richtig Daniel Buzzage hier, was wir hier bauen. Also. Basic-mäßig hier, ne? Ah, was macht ihr nur mit mir? Ihr dämlichen Sterne. Komme ich da nach oben? Nö. Ja, super. Dann baue ich mich hier wieder rein, um mich dann wieder rauszubauen. Super. Warum kann ich einfach eine Tür haben, die alles aushält? Gibt es eine Tür, die man bauen kann, die was aushält? Wahrscheinlich aus Eisen, wovon ich so super viel habe. Ist da draußen der Stern? Nee, ich weiß nicht mehr, ob der überhaupt noch da ist. Oh. Haben die Hasen es geschafft? Hase! Oh! Oh, verdammt, hier fliegen schon wieder Köpfe gegen mein Haus. Warum tretet ihr die auch immer in Richtung von meinem Haus? Ihr wisst doch, dass ich das nicht leiden kann. Diese kriminellen Nachbarn hier. Ihr lässt das nicht schon wieder über mich. Halt die Schnauze, Wade. Ich habe dich nicht gemeint. Keiner meint dich. Und keiner redet mit dir. Du bist so gemein. Hey, das ist mein Hobby. Ich bin gemein. Ich bin kein Let's Player, ich bin gemein. Das reicht schon wieder nicht, kann das sein? Ich mache jetzt schon mal direkt hier oben die Decke mit drauf. Das müsste die Dreier sein, okay. Sieht eigentlich ganz gut aus. Gerade wenn sie jetzt nach oben so ein bisschen verkürzt, das wird schon irgendwie gehen. So, und dann jetzt hier noch eins hin. Da natürlich nicht, weil sonst muss ich jetzt gleich wieder weg, Mann. Oh, er poppt die Wand. Hör auf, die Wand zu poppen, du mieses kleines Weichei. So, und einmal die Teile hier hin. Wie ihr auch schön wieder hochhopsen könnt. Ich drücke immer Rechtsklick. Du kleiner Schlingel, du. Hier gibt es keinen Rechtsklick. Das musst du dir merken. Es gibt hier keinen Rechtsklick. Ist ja gleich wieder aggressiv hier. Okay, dann baue ich hier gerade mal wieder in die Mitte die Fackel. Das sieht wirklich irgendwie geil aus. Vielleicht sollte man hier noch ein bisschen Platz machen. Dann sieht das wieder gut aus mit der Fackel. Ansonsten ist das, weil das sonst abgesperrt ist, ein bisschen komisch. So, aber so ist es perfekt. Schön, dass es hier übrigens gerade so alles abhält, ne? Also, sicher sind wir ja hinten hier drin irgendwie. Bis auf, wenn dieser bescheuerte Wurm wiederkommt. Ich hoffe mal, der Wurm lässt uns hier wenigstens in unserer Wohnung in Ruhe.
Und es ist halt der Wurm drinne. Nicht lustig. So. Dann hau ich hier mal wieder was in den Boden rein, denn das sollte ich nicht unbedingt vergessen. So, einfach hier hin. Okay. Ja, jetzt einfach da unten hin. Danke. Mal gucken. Bald haben wir es ja geschafft. Da sollte es nicht hin. Obwohl, eigentlich... Mal gucken. Vielleicht bauen wir noch irgendwann mal was an das Haus dran, weil irgendwie sieht das cool aus. Aber auch noch wirklich so Danny Buzzage-mäßig, ne? Das heißt, so Standard. Das meine ich immer jetzt, wenn ich Danny Buzzage sage. Also, er sagt Danny Buzzage. Eigentlich heißt er Danny Basic. Aber er sagt Danny Buzzage. Irgendwie, was hat er gesagt? Irgendwie. Ja, yo, ciao, man sieht sich. Hier ist euer Danny Buzzage. Ja, Danny Buzzage ist der Größte. Wirklich. Guckt seinen Channel an. Er ist unglaublich. Wirklich. Und wenn Danny Buzzage das sieht, dann ist der beste. Moment. Dafür muss ich erstmal alles sammeln, was ich habe. Der beste Let's Player aller Zeiten. Besser als Gronkh. Kommt nicht von mir, kommt von ihm selber. Also wenn Danny Buzzage was sagt, dann muss das schon stimmen. Wie seht ihr denn das, hä? Schreibt mal eure Kommentare. So. Jetzt hier vielleicht noch die Lampe. Wäre lustig, wenn irgendeiner jetzt mal unter meinem Video schreibt, irgendwie, ist nur neidisch, Danny Buzzage ist hier besser als du. Er hat recht. Ich kann das nicht. Okay, warte mal. Da haben wir 1, 2, 3... 3, 4, dann kommt da die Nummer 5. Das heißt, da nach oben. So, damit das auch so einen bestimmten Rhythmus hat, ne? Muss ja auch irgendwie sein. So, das heißt, 2 daneben müsste hier sein. Ein neben der Fackel da ganz unten. Ist das? Ja, ist ein daneben. Sehr gut, dass es ein daneben ist. Ist eigentlich, ist mal was Besonderes, dass es sehr gut ist, dass was daneben ist. Keine Ahnung, was ich hier gerade labe. Oh, das Haus sieht gut aus. Also wenn jetzt keine neuen Einwohner kommen, bis auf die, die da draußen gerade rumrennen, aber die will ich hier drinnen nicht haben. Eure Sippe will ich nicht. Wir haben keine Zimmer mehr, auch wenn ich gerade neu gebaut habe. Die sind alle schon weg von imaginären Leuten. Nee, Wade ist so fett, der braucht so viel Platz. Du lästerst dich schon wieder. Ja, ich läster über dich, Wade. Jetzt halt die Schnauze hier. Ist immer so aggressiv. Gott. So, dann haben wir hier noch eine in die Mitte. Wundervoll. Das ist nicht die Mitte, oder? Doch, das ist die Mitte. Ach, wunderschön. Sieht dieses Haus nicht genial aus? Jetzt müssen wir nur noch irgendetwas bauen, was es füllt. Aber ansonsten, gar nicht mal so schlecht, ne? Gar nicht mal so schlecht. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich verstecke mich mal hier im Dachstuhl. Ich weiß immer noch nicht, wie man ein Bett macht. Sag mir doch mal bitte, was ich für ein Bett brauche. Wahrscheinlich Wolle. Dann sag mir doch mal bitte, wo ich Wolle herkriege. Das wäre wunderbar von euch. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke, dass ihr hier wart. Oder seid. Ist ja immer noch da. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Das war schwul. Und ciao.